Hallo Leute und willkommen zurück zu Farlight Explorers. Ja, und jetzt endlich mal in der neuen Aufnahmeseason. Ja, Leute, tut mir auch ein bisschen leid. Na, diese letzten fünf Parts. Ja, wie ich jedenfalls schon mal erwähnt hatte, das war ein über 1-Stunden-Part gewesen. Und ja, das hätte niemand geguckt. Eine Stunde, einen einzigen Part eine Stunde lang geguckt, hätte so ziemlich überhaupt keiner. Deswegen hatte ich mich halt dazu entschlossen, diesen Part halt in fünf Teile aufzuteilen. Naja, gut, ihr habt es ja gesehen, also ich war da auch ziemlich kaputt gewesen. Meine Konzentration ist leider halt auch schon den Bach runtergegangen in diesem Part. Ja, naja, leider ist bisher ja immer noch kein Patch erschienen, obwohl ich jetzt eigentlich durch die fünf Parts halt ganz schön lange hingezogen habe, ne? Aber leider bisher immer noch kein neuer, ja, was heißt Patch, Update. Naja. So, na, wir sind ja endlich mal auf den neuen Planeten angekommen. Ich habe mich jetzt eben schon mal so ein bisschen umgeguckt. Was es denn hier so gibt, also näher, ich weiß nicht. Wenn ich das halt so sagen kann. So, wo haben wir denn Wasser? Da hinten. Ja, würde ich sagen, hier in der Nähe bauen. Ich habe mir auch schon mal kurz die Ressourcenfelder angeguckt. Aber ich finde es ein bisschen sehr schade, dass auf dem Eisenplanet so dermaßen wenige Ressourcen sind. Ja, zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn ich hier die Grundversorgung aufgebaut habe. War das jetzt die Wasserbombe? Jo. Ja, jetzt muss ich mich auch erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Bisschen weit weggebaut, ey. So. Na, jedenfalls, jetzt geht's so schnell wie möglich. Will ich halt zusehen, so schnell wie möglich. Das war halt die Geschütze oder halt die Klamotten so schaffen, dass ich die Geschütze aufbauen kann. Na komm. Was müsste denn passen? Beauty. Ja. Strom. Ja, ich muss jetzt auch so schnell wie möglich zusehen, weil, ne, das Sauerstoff, was ich da jetzt habe, das reicht nicht mehr sehr lange. Die denn jetzt gebaut? Mann! Wahrscheinlich irgendwo da drunter. Ja. Nee. So, den weg. Ne, ich habe ja halt noch ein ganz kleines bisschen im Sauerstofftank oben. Aber das reicht jetzt auch allerhöchstens noch für eine einzige Füllung. Ne? Und dann war es das auch gewesen. So, Kurven. Ja, jedenfalls, wie gesagt, erstmal schnell die Grundversorgung aufbauen hier.
Damit ich halt keine Probleme kriege hier. Na komm. Jedenfalls, das nächste Ziel ist jetzt halt so schnell wie möglich, ich habe gesehen, Kupfer, Zahnräder brauchen wir dafür. Jetzt schon mal hier den Dispenser oben einbauen, damit ich ein bisschen Luft tanken kann. Glaube ich auch gleich erstmal das Schiff nach unten, damit ich nicht immer so weit hochfahren muss. So, wo habe ich den denn jetzt da? Ach ja. Jo. Ja, das war jedenfalls so schnell wie möglich. Die Geschütztürme aufbauen können. Ne? Da brauchen wir, was hatte ich gesehen? Stahlplatten und Kupferzahnräder. Ne? So. Jetzt in der Dunkelheit werde ich es natürlich nicht runterfahren. Da sind nur Förderbänder drin. Da sind auch nur Förderbänder groß drin. Ich brauche mal kurz zwei Kurven. Ach, ich habe ja noch nur Kurven. Naja. So. Jetzt sehe ich gar nichts mehr von meiner Basis. Supi. Doch da. Naja. Ja, mal gucken, wie lange, wie schnell das alles geht. Na? Ich hoffe jedenfalls, dass ich halt schnell genug bin, bevor hier mir die Asteroiden wieder so ziemlich alles zerhauen. Naja. Abwarten. So. Theoretisch, ja. Sollte das laufen. Batterien ist klar. Haben natürlich so ziemlich gar nichts aufgefüllt. Ach ja. Ja, ich hatte halt jetzt schon geguckt, ne, wie baue ich das jetzt am besten auf und alles. Wo sind die Ressourcenfelder? Die Ressourcenfelder und alles, ne? Habe ich schon geguckt. Jetzt muss ich mal gucken, wie war das nochmal nach unten? Ach komm schon, wie war denn jetzt nochmal nach unten? Halt aufpassen. Ne? So, sorry.
jetzt endlich mal Tag werden würde, könnte ich schon ein bisschen besser planen. Wie auf den... Nicht zu weit. So. Gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Ja, es ist immer halt immer noch dasselbe Problem, dass ich halt die Alt-Taste gedrückt halten muss, damit ich hier in die Kamera drehen kann. Bremsmunsch. Wie weit ist meine Basis? Ein Stückchen kann ich noch. Komm, brems. Ja, ein Stückchen runter. So. Sollte ja wohl nah genug sein. Brauche ich wenigstens nicht so weit fliegen. So. Okay. Nee, ich dachte eigentlich, ich hätte schon einen Foot-Generator gebaut. Ja, der ist mir ja auf den anderen Planeten durch einen Meteoriten zerschossen worden, wie immer. Ja, das gibt's einfach nicht sowas. Ja, deswegen will ich auch zusehen, dass ich hier so schnell wie möglich halt in Gang komme. Bauen wir mal dahin. Ich meine, das war jetzt auch mehr oder weniger fast das letzte Essen, was ich habe. So aus. Ja, aber natürlich muss ich jetzt erstmal zusehen, dass ich jetzt halt erstmal die Grundversorgung aufbaue. So, Nahrung läuft auch. Gut. Batterien stehen, Solarpanels stehen. Auch schon mal ein bisschen plündern hier die Kisten. Ja, die Kisten habe ich mir auch schon angeguckt. Also da ist auch nichts wirklich so Schönes drin. Was mir wirklich sehr weit helfen würde. So, na, das könnte glaube ich sogar der letzte Rest gewesen sein. Batterien leer. Ja. Wieder zu, ne? Naja, aber da haben wir ja jetzt. Da haben wir ja jetzt schon unten. Baue ich auch schon mal gleich ein. Wasser. Hä, wo ist denn das Wasser jetzt? Ja, nee, keine Ahnung. Sogar das Wasser ist weg. Wieso auch immer. So. Und so. Haben wir auch schon mal wieder Sauerstoff. Batterien. Sieht auch gut aus. Was ist das denn? Ach, hier. Der Escape Pod. Okay. Hatte ich jetzt natürlich nicht bedacht, dass der Escape-Pod hier auch ist. Ja, wir sind schon mal die Startressourcen aus dem Escape-Pod. Ja.
Ja, aber was ich halt jetzt halt auch drauf hoffe, ne, dass die Türme auch wirklich vernünftig funktionieren. Ja. So. Ich brauche noch mal ein bisschen mehr Foundations. Da sind Stromleitungen drin. Da ist auch nichts drin. Da. So. Ach ja. Ja, einen großen Teil der Solarzellen habe ich ja auf den alten Planeten zurückgelassen. Ja, wenn ich hier einigermaßen alles in Gang habe, werde ich natürlich zusehen, dass ich halt mal wieder zu den alten Planeten zurückfliege und die Klamotten eventuell dann auch nachhole. So. Gucken, hier hinten baue ich denn meine Solarfarm auf. Foundation sollte es eigentlich nicht mangeln. Ja. Ach ja. Oh. Ab. Schon los, ja, dass er jetzt schon so rumspinnt. Jetzt habe ich sie natürlich so aufgebaut. Nee, Quatsch, wegnehmen wollte ich sie doch gar nicht. Ein kleines bisschen mache ich jetzt noch. Ja, das baue ich jetzt halt kurz noch schnell mit euch auf hier. So. Hab ich doch eine Foundation. Naja, so. Ja, Leute. Grundversorgung ist erledigt. Also wir sterben schon mal nicht mehr. Ja, so. Ja, Leute, aber das soll schon wieder gewesen sein für heute. So. Das soll es erstmal gewesen sein wieder für heute. Ja. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.